Ja, wir haben schon gehört von dem Johannes. Mancher wird auch die tägliche Bibellese mitlesen. Da ist zurzeit das Johannesevangelium dran im Johannesjahr 2014. Und ich möchte am Anfang mal schildern, ungefähr wie der Johannes so gelebt hat. Johannes war also der Täufer und er hat in der Wüste am Jordan Menschen getauft. Das hört sich so schön selbstverständlich an. Versuchen wir uns mal einen kurzen Moment in dem seinen Job so reinzudenken. Und zwar, er hat dort in der Wüste manche Temperaturen aushalten müssen. Ich habe mir überlegt, wenn der die ganze Zeit da getauft hat, wie kalt war denn das Wasser? Und da habe ich jemanden angefragt, der sich da auskennt, der schon oft dort gewesen ist. Und der sagte mir, naja, kein Problem, Lufttemperatur ist so 30 bis 35 Grad, das liegt unter dem Meeresspiegel. Also gefroren hat der Johannes bestimmt nicht. Aber stellt euch mal vor, bei 30 bis 35 Grad den ganzen Tag da im Wasser stehen, wer schon mal Boot gefahren ist, der weiß, dass gerade auf dem Wasser, ja, dass es auch ziemlich warm dann sein kann. Und der Johannes war vielleicht mit einem Kamelhaar-Umhang da bekleidet. Und er hat, um auf die Einfachheit des Lebensstils hinzuweisen und die Leute darauf hinzuweisen, dass es nicht auf das materielle Vollschlagen des Bauches ankommt, sondern auf Gott, hat er auch so eine ganz spezielle Speisekarte gehabt. Er hat wilden Honig gegessen und dann Heuschrecken. Also Immanuel und Rahel und Felix, ne? Ihr wart bei dem Pfadfindercamp dabei, wo es Heuschrecken gab. Ne? Schön knusprige Heuschrecken. Also das hat Johannes dann dort in dieser Wüste gegessen. Dann war es so, dass da ständig noch Kommissionen gekommen sind. Und zwar von den Juden, die haben mindestens zwei Kommissionen geschickt, die geguckt haben, was macht denn der da? Da gehen so viele Leute hin, da müssen wir doch mal ergründen, was es mit dem auf sich hat. Das heißt, der musste die Kontrolle von denen auch noch also über sich ergehen lassen. Was hat er gemacht? Er hat sich dann auch noch, es war wirklich keine leichte Aufgabe, er hat sich um den Seelenmüll von den Menschen gekümmert, dass die ihre Schuld abgewaschen kriegen, sozusagen. Wir haben diese Woche mal wieder ein Schild von früher gesehen, da stand drauf, Schutt und Unrat abladen verboten. Kennt ihr das Wort Unrat noch? Ja, früher hieß das so, Schutt und Unrat abladen verboten. Der Johannes hat gesagt, Schutt und Unrat her zu mir. Ich kann im Auftrag Gottes das, was sich bei euch an Schuld angesammelt hat, abwaschen. Nun stellt euch mal vor, ihr hört das den ganzen Tag. Das ist schon anstrengend. Dann war es ja noch so, dass so viele zu ihm gekommen sind. Das heißt, wenn man so zum, heute würde man sagen, zum Star wird, ja, das hat auch seine Lasten. Also David Guetta zum Beispiel, ein Sänger, den unsere jungen Leute zum großen Teil kennen, das ist auch einer, wo sich alle draufstürzen, wenn der irgendwo ist. Das ist, wenn man mit so vielen Leuten konfrontiert wird, auch gar nicht so einfach. Und dann hat aber der Johannes offenbar nicht nur die Befreiung von der Schuld dort zelebriert, sondern er hat sogar auch Lebenshilfe gegeben. Denn in Lukas 3, da lesen wir auf die Frage von dem Dienste stehenden jüdischen Soldaten, was sollen wir tun? Da antwortete Johannes, tut niemanden Gewalt an, erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Solde. Viele dieser Soldaten, so lesen wir, wurden dann auch Anhänger von Johannes. Das heißt, Johannes hat denen auch noch Lebenshilfe gegeben, hat gesagt, wie sie ihr Leben dann mit Gott gestalten wollen. Also er hat einen super Dienst getan und einen anstrengenden Dienst. Aber dieser anstrengende Dienst, der hat auch zwei Probleme gehabt. Nämlich zum einen, der hat das nicht für sich selber gemacht, sondern der hat das für Jesus gemacht. Das muss man sich mal überlegen. Das hat er alles auf sich genommen, um Jesus vorzubereiten. Da kommen wir gleich hin. Und zum anderen ist es so, dass Johannes selber auch gesehen hat, dass was er den Menschen geben kann, diese Buße zusprechen, die Vergebung zusprechen und so bessert euch, verhaltet euch so und so, das ist noch nicht alles. Er hat gespürt, ich kann den Menschen jetzt zwar helfen, aber wirkliche Herzensveränderung, die kann durch mich noch nicht kommen. Da braucht es jemand anders, der das letzten Endes dann bewerkstelligen kann. Und trotzdem hat der Johannes das alles auf sich genommen. Er sagte, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste.
ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Das heißt, er hat sich in der Aufgabe gesehen, nicht für sich selber zu arbeiten, sondern er hat mit dieser Aufgabe, dieser Taufe in der Wüste gesagt, ich möchte damit den Weg für den Messias, für Jesus Christus ebnen. Ich war auch schon mal in so einer Lebenssituation, wo ich den Weg für andere ebnen musste, als wir bei den Bausoldaten waren. Da mussten wir eine Straße bauen in Berlin, die heißt Adlergestell, auf der dann der Erich Honecker mit seinen Staatsgästen immer lang gefahren ist. Da mussten wir den Weg ebnen für diesen Staatsmann. Aber der Unterschied zum Johannes ist, wir haben das gezwungenermaßen gemacht, weil wir es machen mussten, währenddessen das so Johannes aus Leidenschaft macht. Johannes hat gesagt, aus Leidenschaft, aus innerer Leidenschaft, weil es mein Auftrag von Gott ist, deshalb möchte ich für diesen Jesus den Weg vorbereiten. Und er hat dabei sogar ganz ehrlich gesagt, wir lesen in Kapitel 1, Vers 20, und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und in Kapitel 3, Vers 28 sagt das nochmal, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin nur vor ihm hergesandt. Er hat sich also dieser Rolle als Vorbereiter gewusst. Und dann lesen wir sogar noch Kapitel 4, Vers 1, als Jesus nun erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Das heißt, Johannes musste dann sogar noch erleben, wie Leute praktisch von ihm, von seiner Taufstelle, abgewandert sind zu Jesus. Ja, und er hat gesehen, ich bin nur der Vorbereiter für Jesus, der ihm den Weg öffnet. Jetzt will ich uns fragen, sind wir dabei, für Gott aktiv zu sein, damit Christus nachkommen kann? Johannes hat gewirkt, damit Christus nachkommen kann. Leben wir so, dass Christus nachkommen kann, nach dem, was wir tun? Wissen wir, dass wir vor ihm hergesandt sind, damit er nachkommen kann? Und ich möchte auf diesen Dienst, dass wir auch gerufen sind, vor Jesus herzugehen, möchte ich uns mal einige wenige Aspekte noch mitteilen. Das Erste, was zu diesem Dienst gehört, wir müssen damit leben als Christen, dass wir nur Vorbereiter sind. Ja, für das, was Christus tut. Wir sagen ja immer, wir kochen nur mit Wasser und so ist das auch. Wenn wir uns bemühen, als Christen was Gutes zu tun, wenn wir Gemeindeleben gestalten, dann merken wir, wir kochen mit Wasser. Manchmal denken wir, es gibt Gemeinden, wo alles super prächtig, obermegamäßig stark läuft. Aber wenn man ein Vierteljahr dort gewesen ist, dann wird man auch merken, dort, wo Menschen am Berg sind, dort wird mit Wasser gekocht. Und ich finde es absolut super, dass es in unserer Gemeinde so viele gibt, die sagen, ja, wir sind bereit, auch wenn wir wissen, wir kochen nur mit menschlichem Wasser, aber wir tun das, was wir mit menschlichen Kräften tun können, das tun wir auch gerne zusammen. Ja? Und zum Beispiel, als ich am Freitagabend unser Hilfsteam getroffen hat, die Hoffnungsstrahlen, da ging es auch darum, dass jemand gesagt hat, naja, ich würde gern mal, es wäre gut, wenn jemand mit ein paar Jugendlichen von Wetzlar bei jemandem hilft, in einer Wohnung da was außen einzuräumen und so. Und da war dann die Frage, naja, das können wir ja versuchen, alles zu machen, aber was ist denn, wenn die Jugendlichen dann nicht kommen? Ja, dann steht die Frau da, die das Wohnzimmer ausgeräumt haben will und das funktioniert dann irgendwo nicht. Und wir merken, dass wir, wenn wir solche Dinge organisieren, ja, immer irgendwo mit Wasser kochen. Es kann immer was schief gehen. Wir wissen immer nicht, ob alles bis zum Ende funktioniert. Und wir wissen auch, dass dazu gehört, wenn wir mit unserem menschlichen Wasser kochen, dass auch manches schief geht, dass es manchen Ärger geben kann. Wir wissen, dass mancher dann gar nicht dankbar ist für das, was wir tun. Das gehört alles dazu, zu sagen, ja, wir kochen mit unserem Wasser, was wir zur Verfügung haben. Und ich denke, wir unternehmen viele solche menschlichen Versuche, so menschliches Tun, und das ist auch sehr gut. Aber wir müssen eines dabei immer im Blick behalten. Er kommt nach. Wenn wir uns für ihn einsetzen und denken manchmal, ach, das ist allzu menschlich, was ich jetzt hier fabriziere, dürfen wir damit rechnen, dass Christus in unsere Werke der Liebe, die wir tun, anderen, dass er da reingeht und da nachkommt und da etwas bewirken kann. Nämlich das, was wir nicht können. Johannes konnte das nicht und wir können das nicht, nämlich Herzen anrühren, Herzen, dass sich Herzen öffnen für Gott und für seinen Heiligen Geist.
Und das kann Jesus. Kapitel 1, 32 lesen wir: Aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Der ist es, der dann wirklich auch menschliche Mühe veredeln kann, indem er mit seinem Heiligen Geist reinkommt. Kapitel 3, 34. Denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte. Denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Das heißt, der Heilige Geist ohne Maß, der kommt dann, wenn Christus am Werk ist, wenn Christus am Wirken ist. Das können wir nicht machen. Ich weiß nicht, ihr Jugendlichen, ob ihr manchmal auch mit Leuten in der Pause so versucht, über Jesus zu reden, über euren Glauben zu reden. Das kommt vielleicht mal vor. Und da kommt man dann oft an so einen Punkt, wo man merkt, der andere macht jetzt zu. Ja? Und das ist dann der Punkt, wo wir sagen können, oh Jesus, jetzt habe ich das gegeben, was ich konnte. Ich habe jetzt mit meinem menschlichen Wasser gekocht. Jetzt mach du weiter. Ja, ich übergebe meinen Mitschüler jetzt dir. Jesus, wirke du jetzt in ihm. Du hast gesagt, du kannst mit einem Heiligen Geist Menschenherzen verändern. Ich schaffe das nicht. Und wenn ich dieses kurze Gebet gesprochen habe und sage, Jesus, jetzt komme du nach mir, mach du weiter. Ja, dann kann ich mich auch wieder beruhigt in die nächste Physikstunde setzen und die Beziehungen zwischen Neutronen und Elektronen in der Atomhülle genießen. Kleiner Vorgeschmack für morgen. Also, wenn ich weiß, dass ich Dinge abgeben kann, dass ich nicht alles selber regeln muss, ja, dann kann mir das wirklich helfen, zu sagen, Jesus, jetzt komme du nach in meine menschliche Mühe, die ich aufgebaut habe. Es ist auch nicht so einfach, in dieser Rolle als Vorbereiter das auszuhalten, dass wir eben nicht diese komplette Vollmacht hat, die Jesus hatte. Johannes 5, 35, da wird über Johannes resümiert: Er war ein brennendes und scheinendes Licht. Ihr aber wolltet eine kleine Weile fröhlich sein in seinem Licht, also im Licht vom Johannes. Dann der nächste Vers: Ich aber habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes, denn ich habe die Werke, die mir der Vater gegeben hat, damit ich sie vollende. Jesus kann die Werke des Vaters vollenden. Er kann das, nicht wir. Hier ist von einer kleinen Weile fröhlich geredet. Ja, Johannes hat es geschafft, die Leute eine kleine Weile fröhlich zu stellen. Und das schaffen wir auch mit unseren menschlichen Möglichkeiten. Wir freuen uns auf das Gemeindewochenende, ja, wo wir hoffentlich 3 Tage fröhlich sein können. Ihr habt das in Berlin erlebt. Die Becky hat eine Vokabel genannt. Witzig, hast du gesagt. Es war ganz witzig, ja? Hat sie es gesagt? Ja? Das ist so ein neuer Ausdruck dafür, für fröhlich. Also es war schön, ja. Das können wir alles gestalten. Selbst die Weihnachtszeit, ist euch aufgefallen, dass heute alles wieder so etwas, ja, wie bitte? Ja, also wieder anders ist, ja, wieder. Da gibt es ja auch das Weihnachtslied, wo drin steht: Oh, wie kurz sind solche Freuden. Ja, also wir sind manchmal eine kleine Zeit fröhlich in dem, was wir menschlich gestalten sind, aber viel, viel wichtiger ist, dass bei allen Freizeiten, bei allem Gemeindeleben, bei allen Hilfsaktionen, bei all dem, was wir machen, dass da Jesus nachkommt, weil das dann nachhaltig ist. Wenn Jesus nachkommt, vollendet er die Werke Gottes. Wenn Jesus nachkommt in mein Herz, vollendet er die Werke Gottes in mir. Ich kann mich zum Beispiel über andere Gemeindemitglieder, über Gemeinde ärgern oder freuen, wie auch immer. Aber wenn ich sage, Jesus, komm du jetzt in mich rein, vollende du das Werk Gottes in mir, dann ist das eine ganz, ganz andere Ebene als das, was wir Menschen geben können. Wenn Jesus nachkommt, vollendet er die Werke Gottes in mir. Und weil Jesus nachkommt, deswegen kann Gott sein Werk in mir vollenden. Wisst ihr, das ist das Werk Jesu in unserem Christenleben. Er will vollenden. Und das dürfen wir für uns sicher mitnehmen. Jetzt mag mancher vielleicht sagen, gilt denn das heute auch noch so, dieses Zusammenspiel zwischen dem Menschlichen, was Johannes gemacht hat, und dem Geistlichen, was Jesus getan hat. Ist denn das heute immer noch so, dass Jesus uns braucht, so wie er damals den Johannes gebraucht hat? Es gab für mich eine interessante Entdeckung, als ich mich jetzt mit dem Johannes wieder befasst habe, nämlich, Jesus hat angefangen zu taufen, da hätte ja Johannes sagen können, jetzt packe ich meine Sachen. Mission erfüllt, ich höre jetzt auf, endlich, ja, kann ich wieder nach Hause gehen.
Nee, Jesus taufte schon und Johannes hat immer noch weitergemacht. Wir lesen Kapitel 3, Vers 22. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und blieb dort eine Weile mit ihnen und taufte. Johannes aber taufte auch noch in Enon, denn es war da viel Wasser und sie kamen und ließen sich taufen. Das heißt, auch wenn Jesus gekommen ist, ist es trotzdem so, dass die menschliche Vorbereitung seines Wirkens immer wieder nötig und richtig ist. Und so dürfen wir uns als solche Vorbereiter sehen und wir dürfen aber sagen, ich lasse Jesus nachkommen, weil meine eigene Vollmacht nicht ausreicht, bereite ich ihn vor. Oder obwohl meine eigene Vollmacht nicht ausreicht, obwohl ich immer nur mit Wasser koche, manchmal darüber traurig bin und frage, lohnt sich denn das überhaupt alles? Obwohl ich nur mit Wasser koche, ja? Obwohl meine eigene Vollmacht nicht ausreicht, mache ich trotzdem weiter, weil ich weiß, dass er das, was ich menschlich nicht bewerkstelligen kann, vollenden kann. Wisst ihr, das gibt einen ganz großen Trost. Für mich als Pastor sowieso, weil ich immer merke, wie wenig ich schaffe und bewegen kann. Aber auch für uns als Gemeindemitglieder, uns als Gruppen, Windersbrückkreis zum Beispiel. Ja, wenn es da alle 14 Tage Essen gibt und man sich trifft und redet und so, da kann man auch manchmal fragen, ja, was bringt denn das alles? Ja? Lohnt sich das überhaupt weiterzumachen? Und ich denke, genau das tut Gott. Gott vollendet das, was wir mit unseren menschlichen kleinen Kräften tun können. Der Ralf hat irgendwie gestern Abend eine E-Mail geschickt, wo er was aus seinem Leben geschrieben hat. Ich habe ihn gefragt, ob ich das zitieren darf. Jetzt lese ich euch mal vor, was dieser Geist von Jesus Christus zu dem, was menschlich, ja, durch ein Essen, durch eine Mahlzeit zum Beispiel gemacht wird, tun kann. Er hat dann geschrieben in seinem Zeugnis, es gab in mir schnell den Wunsch, nicht nur dabei zu sein, sondern dazu zu gehören, nachdem Ralf ja lange Zeit einfach nur dabei war. Und dann schreibt er, meine Seele ist bis auf ihre Grundfesten erschüttert worden. Will ich uns mal fragen, wer hat denn das gemacht? Das hat dieser Christus gemacht. Dieser Christus, der mit seinem Heiligen Geist in unserem Herz Dinge erschüttern kann, der das weiterführt. Also ihr merkt, das, was hier in unserer Bibel steht, das ist für uns heute noch genauso relevant. Und noch drei kleine Bemerkungen, wie sich das beim Johannes konkret ausgewirkt hat und was auch für uns da wichtig ist. Versucht euch mal in die Situation vom Johannes reinzufühlen. Er hat das alles auf sich genommen, aber der Held der ganzen Geschichte ist nicht er, sondern Christus. Kapitel 1, Vers 35 und folgende, da lesen wir, dass zwei Johannesjünger Jesus reden hören. Und was machen sie? Sie gehen vom Johannes weg und gehen hin zu dem Jesus und sind dann von dem Augenblick bei ihm. Ah, das schmerzt manchmal, ne? Wenn Menschen, mit denen wir auf dem Weg sind, dann sagen, okay, ich habe jetzt eine Zeit mit dir verbracht, aber jetzt bin ich so auch bei Jesus und ich mache mit ihm jetzt weiter. Und dieser war übrigens Andreas, einer von den beiden Jüngern, der dann Jesus nachgefolgt ist und von Johannes weggegangen ist. Und dann Kapitel 3, Vers 26, da gibt es eine Meldung an Johannes. Da wird ihm gesagt, Meister, der bei dir war jenseits des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Klammer auf, nicht mehr zu dir. Klammer zu. Wir merken, dass Gott uns, wenn er uns als Vorbereiter nutzen möchte, damit er nachkommen kann, dass er uns davor bewahren möchte, uns selber zu profilieren als diejenigen, die die eigentlichen Helfer sind. Gott möchte nicht, dass wir menschliche Fanclubs bilden, die bei uns enden. Sondern wenn Menschen gern bei uns zusammen sein wollen, zum Beispiel zu einem Hauskreis, geht es immer darum, das durchzureichen zu Christus, dass er im Mittelpunkt steht und nicht der Referent oder irgendein Mensch. Gottes Weg mit Johannes und Gottes Weg mit uns macht uns deutlich, wir sind nicht der Mittelpunkt, sondern Christus ist der Mittelpunkt.
Und wisst ihr, dass das für uns auch eine ganz entlastende Konsequenz hat, dieser Gedanke, dass wir es nicht letzten Endes sind, dass wir Kontrolle abgeben können, dass wir Beobachtung anderer abgeben können, wo wir sagen, Mensch, was machen die denn jetzt und kommen die gar nicht weiter oder wie auch immer. Dass wir in die Ruhe Gottes kommen können, wenn wir sagen, Jesus, du bist der Eigentliche und ich kann dir Dinge überlassen. Ich bin nicht der, der im Mittelpunkt stehen muss. Ich bin nicht der, um den sich alles drehen muss. Ich bin nicht der, der alles schaffen muss, dem alles gelingen muss. Sondern Christus, du bist es. Und ich darf die Menschen, auch wenn sie jetzt mal zu mir nicht mehr kommen, dir übergeben, dass du an ihnen weiter wirkst. Das nächste, was wir beim Johannes da wahrnehmen können, Jesus war ja noch gar nicht da und Johannes hatte schon angefangen zu taufen und Jesus zu verkündigen. Und da steht ein ganz kleiner Satz, Johannes 1, 26. Aber er, also Jesus, ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Das heißt, der Johannes hat den Leuten jemanden verkündigt, den die überhaupt noch nicht kannten. Wisst ihr, und in demselben Problem stehen wir auch heutzutage oft. Wir bereiten sowas vor für Jesus und viele Leute kennen Jesus überhaupt nicht. Für die ist das absolut unverständlich, was wir reden, was wir tun, was wir sagen, was wir überhaupt wollen. Und das hält uns manchmal davon ab, Jesus vorzubereiten und für das Nachkommen von Jesus zu sorgen, weil wir denken, ach, die anderen kapieren das sowieso nicht. Ne? Das bringt ja nichts. Bedenken wir bitte, dass Johannes im selben Boot saß wie wir. Die Heiden in Deutschland kennen Jesus nicht und die Gesellschaft, die der Johannes am Anfang bei seinen Taufen hatte, die haben Jesus auch nicht gekannt. Und trotzdem hat Johannes gesagt, ich bin Vorläufer von dem Jesus. Und der dritte und letzte Hinweis aus unserem Text. Christus nachkommen lassen, auch wenn meine eigenen Kräfte am Ende sind. Ich habe jetzt Christus gesagt, nicht mehr Jesus, weil wir wissen, dass Christus der auferstandene Herr ist, der König, der im Regiment sitzt. Wir alle leiden darunter, dass wir den Schmerz des Endlichen haben. Kein Gottesmann oder keine Gottesfrau, die über diese Erde gegangen sind, konnten irgendein Werk Gottes hier auf der Erde vollenden. Und da sagt Johannes uns ein ganz, ganz seelsorgerliches Wort. Er sagt, weil Jesus gekommen ist als Bräutigam, Kapitel 3, Vers 29, diese meine Freude ist nun erfüllt, dass Jesus gekommen ist. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ihr Lieben, selbst wenn unsere Lebenskräfte abnehmen und wenn wir uns verabschieden müssen von dieser Welt irgendwann, das ist eigentlich gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir so leben, dass Jesus in unserem Leben zunehmen konnte und kann, selbst dann, wenn wir abnehmen. Und er sagt, diese meine Freude ist nun erfüllt. Der Johannes musste abnehmen, sein Dienst ist quasi in dem Schatten von Jesus dann gewesen und er sagt trotzdem, das ist für mich eine Freude. Ist das für uns eine Freude? Wenn wir merken, es ereignet sich irgendwo in einem Menschen ein kleines Lichtblicklein, ein kleines Reich Gottes, auch dann, wenn wir selber vielleicht dabei gar nicht genannt werden oder wenn wir selber vielleicht da extrem viel Mühe investiert haben, wo wir sagen, Mensch, ich habe mich ganz schön geschunden. Ich habe abgenommen mit meinen Kräften, weil ich mich für andere engagiert habe. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und das hat für Johannes zur Freude geführt. Das ist auch das, was wir am nächsten Donnerstag, wenn wir unseren Seniorenkreis haben werden, wo wir dann über eine Jahreslosung reden werden. Was ist denn Glück? Was ist denn Freude? Glück und Freude kann man nicht darin messen, wie wenig ich mich engagieren muss und wie viel Freizeit ich habe, sondern Glück und Freude entsteht dann, wenn ich mich fürs Richtige im Leben engagiere. Und der Johannes hat uns die Mitteilung gegeben, was das Richtige sein kann. Er muss wachsen in unserem Leben, groß rauskommen, Jesus Christus, auch wenn ich dabei abnehme. Und wir wissen, wie das mit dem Johannes zu Ende gegangen ist, ganz tragisch. Ich weiß nicht, ob ihr das noch von der Sonntagsschule her kennt, ihr Jugendlichen, dass dann der Johannes
umgebracht wurde, ja, hingerichtet wurde, und dass so eine junge Lady sein Haupt dann hereingetragen hat. Dass er so ein schlimmes Ende gefunden hat. Aber für Johannes war klar, wenn Jesus nur zunimmt, das ist für mich die Hauptsache in meinem Leben, ganz gleich, wie das zu Ende geht. Ja, und so wünsche ich uns, dass bei unserem Leben das eintritt, was hier von Johannes gesagt wird, Kapitel 10, Vers 41. Da wird später nochmal gesagt, Johannes hat kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes von diesem Jesus gesagt hat, das ist wahr. Ich wünsche uns, dass die Leute wahrnehmen, auch wenn wir keine großen Zeichen, keine großen Wunder tun können, dass die anderen Leute wahrnehmen, dass was wir ihnen über Jesus gesagt haben, das ist wahr. Und das hat sie in einer guten und richtigen Weise vorbereitet. Und dazu ist es aber nötig, ihr Lieben, dass wir selber diese Beziehung zu dem Christus haben, dass Christus wirklich sein Werk in uns selber tun kann, sonst können wir nur wie die Blinden von der Farbe reden. Wir müssen selber diesen Christus erleben, damit wir anderen Leuten das auch sagen können. Und der Johannes sagt das auch, Kapitel 1, 34. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Wir müssen das erst sehen und sehen können, selber merken, dass er Gottes Sohn ist, dass wir es anderen auch sagen können. Und dazu können wir genau das tun, zu dem des letzten Endes auch Johannes indirekt auffordert. Nämlich, dass wir sagen, Gott, ich möchte in meinem Leben, meinem Christsein, nicht nur die Schuld abgewaschen haben. Ich will nicht nur ethische Richtlinien haben, wie man sich verhält, sondern ich möchte von deinem Geist berührt sein. Jesus, vollende das Werk in mir, dass ich spüre, wie der Vater ist. Das darf unser Gebet sein. Und wenn wir so beten, ihr Lieben, dann werden wir auch feststellen, dass unser Zeugnis über Christus nicht ohne Frucht bleibt und weitergeht. Der Johannes hat in diesem Zusammenhang gesagt, ich bin nicht wert, dass ich ihm die Schuhriemen löse. Das heißt, der Johannes hat festgestellt, Christus ist so groß und hat so eine Majestät, dass ich nur ein kleiner Mensch dagegen bin. Und so merken wir, Johannes hat deswegen so kraftvoll reden können, weil Christus in ihm so groß war, so eine Majestät in seinem Herzen hatte. Und wenn wir jetzt singen, bahnt einen Weg unserem Gott, er ist der König der Könige, dann dürfen wir genau das tun, dass wir sagen, Christus, ich bete dich an. Ich bete dich an, wo ich nicht wert bin, dir die Schuhriemen zu lösen, weil ich weiß, du bist Gottes Sohn, du hast diese Größe. Und diese Anbetungszeit, die wir jetzt haben werden, das darf ein gemeinsames Ausstrecken sein, ein gemeinsames Schmecken der Gottessohnschaft, dass Jesus der Gottessohn ist, der wirklich auch Menschen mit dem Heiligen Geist anrühren kann. Und jeder darf auch bitten und darf sagen, Gott, rühre mich doch mit diesem Geist an, von dem Johannes spricht, wenn Jesus sagt, er kann uns mit dem Heiligen Geist taufen. Und an dieser Stelle ist übrigens auch Wiedertaufe erlaubt, dass wir uns immer wieder und immer wieder von dem Heiligen Geist neu anrühren lassen und sagen, Christus, rühre mich neu mit deiner Kraft an, schenk mir den Heiligen Geist, damit ich den Willen des Vaters erkennen kann. Wir wollen jetzt miteinander Bahnt einen Weg unserem Gott singen, damit die Anbetungszeit eröffnen, Jesus, dass wir ihn vorbereiten, so wie Johannes den Weg geebnet.